Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Letzte, was ich gehört habe, als ich hier an das Rednerpult ging, war, wer im Dienstwagen sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen. Sollte nicht mit Steinen schmeißen und an die Adresse der AfD. Ich glaube, wir können hier viel in unserer Beratung, gebrauchen. Was wir definitiv nicht brauchen, Herr Lambrou, sind Ihre Nachhilfestunden. Meine Damen und Herren, aber natürlich können wir uns sicher sein, dass diese Debatte heute von vielen Menschen aufmerksam verfolgt wird. Nicht, weil das Thema Diätenerhöhung in diesem Jahr einen wirklich substanziellen Beitrag zu der Finanzierung der Corona-Krise leisten könnte. Dafür sind die Diäten auch in Summen natürlich viel zu klein. Aber es geht um eine Frage der Haltung, die wir heute hier an den Tag legen. Eine Frage der Haltung und des solidarischen Handels, weil wir müssen uns ja mal vergegenwärtigen, was gerade außerhalb dieses Plenarsaals passiert. Die Arbeitslosigkeit in Hessen, so sagt es die Regionaldirektion in Frankfurt, ist um 20% gestiegen. Ein Drittel der hessischen Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet, und davon, meine Damen und Herren, sind 700.000 Männer und Frauen betroffen. Kurzarbeit bedeutet, wenn es nicht tarifvertraglich abgesichert ist, dass sie 60% ihres bisherigen Lohns bekommen. Und auch, das berichten uns die Jobcenter, gibt es eine deutliche Steigerung der Anträge auf Grundsicherung. Da haben wir sie mit unseren Maßnahmen natürlich hineingetrieben, weil es da keine Absicherung gibt. Das sind Soloselbstständige, das sind Künstler, das sind all diejenigen, die eben nicht aus den großen Töpfen schöpfen können. Und vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, hat DIE LINKE den Antrag gestellt, eine Debatte, und jetzt, Herr Lambrou, müssen Sie genau zuhören, eine Debatte um die automatische Diätenerhöhung zu führen. Weil das ist das, was uns auch umgetrieben hat im letzten Jahr, als wir darüber diskutiert haben und warum wir uns dann auch enthalten haben. Uns geht es darum, dass wir hier von diesem Pult aus jedes Jahr, wenn es um die Erhöhung unserer Diäten geht, dieses auch öffentlich legitimieren müssen. Meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, etwas, was von uns erwartet werden kann und was wir auch tun müssen. Meine Damen und Herren, für niemanden war diese Krise vorhersehbar, und deshalb braucht es auch bei der Frage um die Diätenerhöhung einen Mechanismus, der es zulässt, aufgrund objektiver Zahlen jährlich die Situationsangemessenheit von Diätenerhöhungen zum Thema zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Und deshalb, Herr Lambrou, greift Ihr Antrag auch zu kurz. Ihr Antrag heißt, wir verzichten in diesem Jahr auf Diätenerhöhung und steigen im nächsten Jahr wieder ein. Aber niemand kann uns heute sagen, wie es denn eigentlich im nächsten Jahr aussehen wird und wie die Entwicklung an der Stelle weitergeht. Und deshalb, meine Damen und Herren, fordern wir in unserem Antrag, dass wir auf der Grundlage der dann produzierten Zahlen eben auch im nächsten Jahr uns wieder dieser Öffentlichkeit stellen und wieder begründen, warum wir es möglicherweise für angemessen halten, unsere Diäten zu erhöhen oder eben auch nicht. Das ist der wesentliche Punkt. Und diese Verantwortung, meine Damen und Herren, die haben wir. Und diese Verantwortung, die entsteht durch das Recht, die Höhe unserer Einkünfte selber festlegen zu dürfen. Dieser Verantwortung müssen wir uns stellen, und ich sage auch, dieser Verantwortung können wir uns stellen, denn dafür sind wir gewählt worden, und deshalb dürfen wir uns davor eben auch nicht drücken. Aber auch der von CDU, Grünen, SPD und FDP vorgelegte Gesetzentwurf, in diesem Jahr auf die Diätenerhöhung zu verzichten, meine Damen und Herren, ist eigentlich eine Rosttäuschung. Denn in Wirklichkeit soll auf gar nichts verzichtet werden. Die anstehende Diätenerhöhung soll lediglich mit der geringeren Steigerung im nächsten Jahr verrechnet werden. Im Steuerrecht würde man wahrscheinlich von einem Verlustvortrag sprechen. Meine Damen und Herren, mit einer solchen Nebelkerze versuchen Sie, sich der notwendigen Diskussion zu entziehen. Und dieser Versuch, da bin ich mir relativ sicher, wird Ihnen auf die Füße fallen. Und wenn ich jetzt den Ruf aus den Reihen der CDU höre, dass es gar nicht gerecht sei, wenn jetzt nur die Landtagsabgeordneten auf eine Steigerung ihres Einkommens verzichten, dann kann ich nur sagen, kommen Sie doch bitte mal runter aus Ihrem Elfenbeinturm und schauen Sie sich die Situation des größten Teils der hessischen Bevölkerung an. Denn dort heißt es Jobunsicherheit, dort heißt es Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Grundsicherung. Und dann lassen Sie uns noch einmal unsere Situation anschauen. Aber der Verweis
Der Verweis auf andere folgt hier immer wieder dem bekannten Prinzip. Wenn davon die Rede ist, dass man jetzt den Gürtel enger schnallen müsse, dann ist es eben immer der Hosenbund der anderen, der damit gemeint ist. Die Mittelstandsvereinigung der CDU hat die Diskussion ja bereits eröffnet, und der Einkommensmillionär Friedrich Merz bläst ins gleiche Horn. Die Krise soll wieder von denen bezahlt werden, die schon vorher zu den Verlierern der Umverteilung von unten nach oben gehörten. Bei einem solchen Vorhaben, das kann ich Ihnen schon heute sagen, werden Sie mit einem entschiedenen Widerstand der Linken rechnen müssen. Solidarität heißt eben auch aus unserer Sicht, die starken Schultern müssen mehr tragen als die schwachen. Und wenn Sie jetzt beklagen, dass nur auf eine Einkommenserhöhung verzichtet werden müssen, hier im Landtag, während die Spitzenposten der Regierung weiter mit einer Lohnsteigerung rechnen können, dann muss ich Sie fragen, wer hat denn hier die Regierungsmehrheit? Wer stellt denn hier die Minister und die Staatssekretäre? Wenn Sie es Ja, da hätte sich etwas geändert. Wenn Sie es wirklich ernst meinen würden mit diesem Einwand gegen unsere berechtigte Forderung, dieses zu diskutieren, wenn Sie es wirklich ernst meinen würden, dann, und es kein Ablenkungsmanöver sein soll, dann nehmen Sie das Heft des Handelns doch endlich in die Hand. Dann sprechen Sie doch mit Ihren Staatssekretärinnen und Staatssekretären, mit Ihren Ministerinnen und Ministern. Aber da ist ein vornehmes Schweigen zu hören, meine Damen und Herren. Die Frage der Angemessenheit der Abgeordnetendiäten ist in der Tat nicht leicht. Aber zu unserem Privileg, über die Höhe der Diäten selbst entscheiden zu können, gehört eben auch die Verpflichtung, in besonderen Situationen verantwortlich zu handeln. Privilegien und Verantwortung gehören zusammen und sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Mit dem von den LINKEN vorgelegten Gesetzentwurf würden Sie den Weg hierfür freimachen, dieses zu diskutieren und verantwortungsvoll jedes Jahr zu entscheiden. Und deshalb, meine Damen und Herren, bitte ich Sie auch und fordere Sie auf, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Vielen Dank.